Hallo, moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Nummer 3. Ja, sich überschätzen, das ist jetzt gar nicht irgendwie bös gemeint. Das ist in dem Fall im Grunde Folgendes. Ich empfehle immer, bevor Sie überhaupt losgehen, dass Sie erstmal sagen, okay, wie sieht Ihre eigene kurz-, mittel- und langfristige Lebensplanung aus? Was haben Sie eigentlich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren oder 5 Jahren überhaupt vor? Ja? Wissen Sie, dass Sie, sagen wir mal, die nächsten 5 oder 10 oder 20 Jahre hier in Hamburg wohnen wollen und auch werden? Auch beruflich? Ja, auch bei den Deutschen wird das auch immer ein bisschen flexibler und ein bisschen schnelllebiger. Was haben Sie vor, wenn Sie kaufen? Soll es eine Wohnung sein? Soll es ein Haus sein? Wie groß soll es sein? Wie viele Kinder haben Sie? Ja, ich habe gerade einen Kunden, der sagte, der hat vor 10 Jahren in der Doppelhaushälfte gekauft. Seine Tochter ist jetzt 9, sein Sohnemann ist, glaube ich, 7. Der sagte vor 2 Jahren, ja, Herr Schütt, also ich würde ja gern noch mal ein Haus kaufen, wo man auch drumherum gehen kann. So, also er wollte eigentlich ein Einfamilienhaus kaufen, hatte auch ein tolles Angebot. Da habe ich gesagt, Herr so und so, was soll das? Ihre Kinder, die Große, also damals 7, jetzt 9, die ist mit 5 Jahren mit ihrer Freundin schon mit dem ICE durch Deutschland gefahren und hat Freunde und Verwandte besucht. Ja, da habe ich gesagt, die ist mit 16, 17, sagt die, winke, winke, liebe Eltern, ihr seid mir zu spießig oder wir haben keine Lust mehr auf euch. Ja, so, und dann haben sie ein Haus, was jetzt 120 Quadratmeter, er wollte dann 180 kaufen. Da habe ich gesagt, freut sich ihre Frau nur, dass er in 6, 7, 8 Jahren, wenn sie es nur noch zu zweit bewohnen, wenn die dann 180 Quadratmeter putzen muss statt 120. Ja, also auch, dass sie da vielleicht drüber nachdenken. Und das Zweite ist, was ich immer empfehle, dass Sie mal zusammen, wenn Sie Lust haben, können wir das nachher machen, ist zwar jetzt in der Seminarausschreibung nicht mit drin, aber können wir gerne machen, dass Sie einfach mal wissen, okay, was können Sie realistisch finanzieren? Und da ist es so, da gehe ich lieber niedriger ran, weil angenommen, ich sage den Kunden, Sie könnten 300.000 finanzieren, dann wette ich mit Ihnen, ja, und garantiere Ihnen, dass die meisten Kunden mit Objekten zwischen 330.000 und 350.000 Euro ankommen. Das ist einfach ein Erfahrungswert. Ja? So. Deswegen, wenn die Kunden 300.000 finanzieren könnten, dann sage ich denen meistens 250. Weil dann weiß ich, dann kommen sie mit den Häusern bis 300.000 auch wirklich vorbei. Ja? So. Das heißt, auch hier ganz, ganz wichtig, dass Sie, wenn Sie eine Finanzierung machen, und das, wie gesagt, auch der Unterschied zwischen dem normalen Hausbanker und mir, der Hausbanker muss die Interessen seines Arbeitgebers vertreten. Das heißt, möglichst geringes Risiko bei möglichst viel Ertrag für die Bank. Ja? So, das heißt, der Hausbanker nimmt Ihnen in der Regel eigentlich das gesamte Eigenkapital, das, was Sie angespart haben, weg. Das ist auch der Unterschied zu mir. Ich achte darauf, dass Sie immer noch genug Liquiditätsreserve haben. Ja? Dass, was weiß ich, wenn die Waschmaschine, das Auto, was auch immer kaputt geht, dass Sie dann nicht sagen, jetzt müssen wir ein Dispo überziehen, ja, oder uns von Verwandten, Freunden Geld leihen, um das reparieren zu können, sondern dass Sie ein Polster haben und im Idealfall, dass Sie vielleicht sogar so viel Polster haben. Das heißt aber jetzt nicht, dass Sie jetzt ein Polster fürs Auto, Polster für Fernseher, Waschmaschine und so weiter, sondern meine Empfehlung ist immer, oder das ist aus meiner Sicht eine schon sehr, sehr sichere Sache, angenommen Sie hätten eine Rate von 1.000 Euro an die Bank, dass Sie, sagen wir mal, 12 Monate diese Rate zahlen könnten, selbst wenn Sie kein Einkommen, dass Sie diese 12 Monate aus der Reserve das zahlen können. Ja? Ich sage mal, diejenigen unter Ihnen oder unter uns, die sowieso arbeiten wollen und das auch können und qualifiziert sind, die werden in der Regel nach 12 Monaten auch wieder einen neuen Job haben. Ja? Aber so, dass sie sagen können, okay, Mensch, müssen wir uns zwar einschränken, Urlaub ist auch nicht drin, ja, aber über 12 Monate können wir unser Haus, unsere Wohnung finanzieren, ohne dass auch nur irgendwas anbrennt. Ja?
Also das als, deswegen, also planen Sie das ein und schmeißen Sie nicht das gesamte Eigenkapital in die Finanzierung, nur damit Sie ein paar Euro an Zinsen sparen können. Alte Kaufmannsweisheit, Liquidität lacht. Ja, und die zweite, Liquidität schlägt Rentabilität. Ja? Klar sparen Sie Zinsen, wenn Sie mehr Eigenkapital einsetzen, aber es ist wichtiger, dass Sie was in der Tasche, zu Hause und am Kopfkissen haben. Baufinanzierung? Schütt.